Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch kurz erklären, wie ihr eine Jeans enger nähen könnt. Ich hatte das in meiner Instagram-Story und mich hatten relativ viele gefragt, ob ich das mal abfilmen kann. Und deswegen dachte ich, ich zeige euch das hier in diesem kurzen Video. Alles, was ihr dafür braucht, ist natürlich die Hose. Es muss jetzt nicht zwingend eine Jeans sein, die ihr umnähen möchtet. Dann braucht ihr solche, Nadeln hier. Also so ganz normale Stecknadeln im Prinzip, um das Ganze abstecken zu können. Und dann braucht ihr noch einen Faden eurer Wahl und natürlich eine Nähmaschine. Ich habe das Ganze jetzt abgefilmt und werde euch das Ganze mit einem Voice-Over sozusagen erklären. Und dann, solltet ihr in der Lage sein, eure Hosen auch selbst enger zu nähen. Ich werde jetzt nicht auf die Nähmaschine selbst eingehen. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, wie eine Nähmaschine funktioniert, könnt ihr mich entweder fragen, ob ich auch nochmal ein Video darüber mache. Oder ihr schaut einfach auf YouTube oder fragt eure Eltern, wie eine Nähmaschine funktioniert. Aber ansonsten zeige ich euch jetzt in dem Voice-Over, wie ihr eure Hosen enger nähen könnt. So, willkommen bei diesem Voice-Over. Ich werde euch jetzt, wie gesagt, erklären, welche Schritte ihr unternehmen müsst, um eure Jeans oder Hose eurer Wahl enger zu nähen. Hier seht ihr jetzt die Jeans, die ich umnähen möchte, bevor ich sie enger nähe. Und mir geht es jetzt darum, dass die unten ein bisschen enger ist. Ich versuche das hier auch nochmal anzuzeigen, was mich im Prinzip an der Hose stört. Wie macht ihr das Ganze jetzt? Ihr braucht dazu die gerade genannten Stecknadeln und fangt jetzt an, die Hose umzuschlagen bzw. eben so viel Hose rauszunehmen, wie ihr sozusagen enger machen wollt. Das heißt, ihr seht hier, ich mache so eine Art Schlaufe, ähnlich wie beim Pinrollen, wenn ihr das schon mal gemacht habt. Und dann werde ich diese Schlaufe sozusagen mit den Stecknadeln fixieren, um später noch zu wissen, wie viel ich sozusagen von der Hose enger machen will. Nicht, dass ihr sie am Ende so eng näht, dass sie nicht mehr reinkommt oder dass sie immer noch zu weit ist. Also ihr macht sozusagen mit den Stecknadeln, setzt ihr hier nochmal die Sicherheit, dass ihr nachher genau wisst an der Nähmaschine, wie viel ihr von der Hose wegnehmen müsst. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr die Hose einfach so in die Nähmaschine hinein. Ihr solltet ja jetzt hier sehen, wie ich die Hose in die Nähmaschine einspanne und anfange jetzt einfach an der Naht hier sozusagen lang zu nähen. Wichtig ist dabei, dass ihr die Stecknadeln nach und nach rausnehmt. Das heißt, ihr seht beim Nähen, dass ich die eine nach der anderen rausnehme, weil wenn ihr das nicht macht, zerstört ihr eben eure Nähmaschine, wenn ihr Pech habt, oder beziehungsweise die Nadel. Weil wenn die Nadel der Nähmaschine auf so eine Stecknadel kommt, dann geht die meistens kaputt. Und das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Deswegen müsst ihr darauf achten, dass ihr die Stecknadeln langsam rausnehmt, weil wenn ihr eh fast bis zur Nadel genäht habt, ist die Hose ja automatisch fixiert und ihr braucht die Stecknadel im Prinzip auch nicht mehr. Diesen Vorgang wiederholt ihr jetzt einfach an beiden Beinen. Das heißt, ihr näht einfach an der Naht lang von der Stecknadel und am Ende sollte dann etwa ein solches Ergebnis rauskommen. Das heißt, ihr seht hier schon, das ist jetzt nicht total perfekt. Das heißt, man könnte jetzt auch darüber nachdenken, richtig ein Stück aus der Hose rauszuschneiden. Aber um das jetzt erstmal einfacher zu erklären, seht ihr hier, wie die Hose danach aussehen soll. Und man sollte, oder man sieht eigentlich deutlich, dass die unten jetzt deutlich enger geworden ist. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie das Ganze jetzt genau funktioniert hat, stellt mir die gerne in den Kommentaren oder fragt mal eure Eltern oder Großeltern. Die wissen auch oft Bescheid, wenn man so Basics machen möchte im Bereich Umnähen. Das war das Video, wie ihr eure Hosen enger nähen könnt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was aus dem Video mitnehmen, um das Ganze jetzt eben selbst bei euren Hosen auch durchführen zu können. Und wenn ihr Lust habt auf weitere Videos, wo ich euch sozusagen erkläre, wie ihr eure Klamotten selbst verändern könnt, schreibt mir das in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Und ansonsten hoffe ich, ihr bleibt gesund. Haut da rein. Ciao.